wer weiß, was sich hinter diesem großen Tor verbirgt. Also ich glaube, ich weiß es nicht und Lara weiß es auch nicht. Aber ich weiß es, der Tod nämlich. Okay, das, ja. Wenn du nicht aufpasst, natürlich. Tja, komme ich da schon rüber oder sollte ich mich erstmal hier auf der Seite umgucken? Ja, bleib erstmal hier. Da drüben wird's noch keinen Sinn machen, weil die Tür ist ja auch noch zu. Okay, na, du gehst nicht auf, ne? Kein Bewegungssensor oder so, nö. Ja, dann können wir da drüben nochmal nachschauen. Na, da unten sind so ein paar Gänge. Mal gucken, was da drin ist. Da wird's doch irgendwo mal aufgehen. Ach, da geht's auch noch rum, oh wei. Oh, aber da oben diese Pfeiler finde ich schön. Diese rot-grünen da, die finde ich richtig schön. Sind hübsch gemacht. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, hier in diesem Kämmerchen ist nix. Nee, nö. Da kamen nur die Viecher raus. Macht auch schon wieder keinen Sinn, aber ja, ich sollte zum Sinn nichts mehr sagen. Obwohl ich es immer wieder tue, aber... Nein, sag lieber nichts. Ist das auch noch eine Tür, die später aufgeht? Ja. Gott, sind hier die vielen Türen wieder. Ich wollte gerade sagen, hier sind verdammt... Ach, da geht schon wieder so eine Maske rein. Meine habe ich jetzt nicht mehr, ne? Nee, ich habe gar nichts mehr. Nein. Dann gehen wir erstmal hoch. Hab ja nichts mehr. Aber wir sammeln wieder welche. Na, ich hoffe. So. Na klar. Also ich würde diese Leitern schon gar nicht hochgehen. Guck dir mal an, wie vereist die sind. Also ich glaube, wenn ich da im echten Leben, ich hätte mich da schon dreimal auf die Fresse gelegt. Da würden einem die Finger abfallen wahrscheinlich. Ach, ein paar Granaten. Immerhin was. Aber was machen wir jetzt hier sonst noch? Ich frage mich gerade, geh mal ein Stück zurück und dann würde ich gerne mal nach oben gucken. Ja, nee. Das ist nicht so ganz. Also dass da was ist, okay, aber da kommen wir nicht hin. Auch und das wird wieder so ein richtig bekloppter Sprung an diese Leiter. Oh. Na gut, dann musst du vielleicht doch schon auf die andere Seite springen dann. Aha, jetzt ging's dann. Aha, warum ging das eben nicht, Lara? Tja, wie sehr lustig ist. Ach, Mensch. Dann müssen wir halt doch erstmal darüber. Na, weil hier ist ja sonst nichts mehr, ne? Und an die... Nee. Ja, obwohl, könnte man da drankommen an die Brücke? Nee, von hier aus nicht. Naja, da brauche ich gar nicht versuchen hochzukommen, das geht gar nicht. Geht ja nur hier. Ja, also na, dann geh mal rüber. Wenn ich das denn schaffe. Go! Go! Go, Lara, go! Ja. Nein, du sollst dich hochziehen und nicht zur Seite hangeln, bitte. Da muss ja jetzt hier was sein. Ja, und das vermute ich ist schon wieder eine Tür und keine Kiste. Nee. Ja, dann geh mal runter. Da ist bestimmt... Na gut, das war jetzt dämlich, weil sich Frau Kopf da nicht festhält, aber... Naja. Hallo? Aha. Ich hab schon drauf gewartet. Ja, ich wollte gerade sagen, das bietet sich ja nur wirklich an, dass hier dann jemand kommt. Das waren bestimmt nicht die letzten. Ich befürchte. Ah, lass mich raten, wir müssen dafür sorgen, dass dieses Feuerding darunter fällt. Ja. Wenn das vereist ist, und das ist es ja wahrscheinlich. Ja, gehe ich mal von aus, ja. Ja, genau. Gott, lass das da. Ah, d-d-d-d-d-d. Ja, noch welche. Ach, geht doch weg. Ach, Mensch. Das darf aber schön doch liegen sie jetzt da drauf. Ja, die werden gleich nochmal richtig platt gewalzt. Irgendwie tut's mir ja leid. Boah, als ich gerade diese Eiswand da sah, dachte ich da... Oh, Freunde. So langsam werdet ihr lästig, ohne dass ich was sagen will. Guck mal, was du hier für ein Verschleiß hast an... Was ist das überhaupt? Jaguar oder so, ne? Irgendwelche Miezekätzchen. Ja, wenn die mich angreifen, was soll ich denn machen? Also, ich würde ja sagen, ich würde versuchen, mit denen zu kuscheln, aber wahrscheinlich wäre ich dann schon dreimal tot. Aha. Ja, da sollte ich aber ganz bestimmt noch nicht hin, oder? Naja, doch, wenn wir einmal da sind. Ich könnte mal wieder speichern. Schön lang nicht mehr gemacht. Ja, aber echt. So, was haben wir denn hier? Irgendein Taucher oder so? Nein, die dürften jetzt nicht mehr kommen. Oh, aha. Ja, siehst du. So. Ja, man weiß hier ja nie. Hätte ja sein können, dass jetzt hier ein Taucher aufploppt oder ein Hai oder... Weiß ich schon nicht. Das ist jetzt erstmal vorbei. So, und das Ding passt jetzt bestimmt auf der anderen Seite, ne? Ich nehm's an. Oh, oh, oh. Von wo? Von wo schießt du denn? Von oben vielleicht.
irgendwo. Oh, der trifft mich. Ah, unten, okay. Ach, Mensch. Ich bin ja schon wieder fast tot wegen dem Idioten. So, jetzt hätte ich gern die Granaten. Wieder. Wo kommen die jetzt schon wieder her? Ah. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr nervig. Ja. Komm her. Das kann man nicht anders sagen. Aua, Lara, du Nuss. Scheiße, scheiße, scheiße. Lara! Geht doch gut. Jei. Fast. Es ist wieder knapp. Oh. Also ich glaube, nein, Lara, nein. Oh. Es ging ja noch. Aber eigentlich hätte hier das Eis durch die Granaten jetzt auch kaputt gehen müssen. Eigentlich ja, außer es ist sehr dickes Eis. Naja, das sieht aber sehr dünn aus. Also da sah das bei dem anderen Ding dicker aus. Och, Lara, da kommst du doch wohl hoch. Also, ich wollte doch sagen. Ja, das wäre sonst jetzt schlecht gewesen. So, das war nicht hier, das war da irgendwo, ne? Ja, da unten. Gut. Dann geht bestimmt auch jetzt das Tor auf. Das große hier schon? Jo, ich denk's doch. Also ich meine, das wäre, wo war denn das Ding? War das hier? Ja, um die Ecke jetzt. Da, ne? Ah, da. Sieht hier auch alles so gleich aus irgendwie. Also findest so du? Vom, auch eine tibetianische Maske. Da kommen doch bestimmt auch wieder Gegner raus, ne? Nur ich hätte jetzt erstmal gerne mal wieder die Uzis. Ja, mit 95 Schuss, aber lieber nicht. Dann lieber die Automatik. Die hatten wir ja schon länger nicht mehr. Richtig. Ist so dunkel hier. Oh, was kommt jetzt wieder? Ach ja. Oh mein Gott. Toll. Ein. Ja, hier hat man Spaß. Oh Gott. Das macht mir Angst. Ja, zu Recht, sag ich dann nur. Zu Recht. Sind das wieder diese Yetis? Ja, die kommen da. Aber es ist halt blöd, weil wir haben ja noch kein Licht. Naja, ich könnte da 30 Trilliarden Fackeln runterschmeißen. Wie viele haben wir denn? Hier? Nein. Dann irgendwo hier. So viel wird es halt nicht bringen. 40. Das schmeißt alle runter, ja. Ja, wo ist denn der? Hörst du den schon, ja? Ja, ich höre den schon. Das ist aber nur einer, ne? Ich glaube, da kommen mehrere. Na, jetzt geht... Also erst wenn wir was betätigen, kommen die Dinger angerannt. Ah! Ach du Scheiße. Mhm. Ja, auch warum geht das denn nicht, Lara? Mein Gott. Weil das zu einfach wäre. Oh. Wie so oft. Naja, und wenn du dann die Hebel betätigst, kommen die auch raus. Oh Gott, das sind aber nicht die einzigen beiden, habe ich so das... Nein. Gefühl. Mach mal Licht an. Gott, will ich das überhaupt sehen? Ja, du siehst es früher oder später eh. Ja, wo mache ich denn hier bitte Licht an? Ist irgendwo bestimmt ein Schalter. Aber wo? Oh Gott, ja, von da höre ich auch schon welche. Na, wie viele sind denn da? Bestimmt auch zwei. Ja, also sind insgesamt vier. Oh Gott, ich will das nicht. Bestimmt hier oben irgendwo war da der Hebel. Kann man das wegziehen? Das sieht irgendwie so aus. Ja, aber ich werde das nach da ziehen. Bringt uns das auch was, ja? Ja, ich meine, warum kann man es sonst ziehen? Also, ne? Aber was bringt's? Vielleicht ist dahinter nichts. Nix. Schön! Ja, dann machen wir mal die nächste Fackel an hier. Komm, Lara, mach an. Ich sagte, du sollst eine Fackel anmachen. Ah. Dann geh halt erst auf die andere Seite von denen. Ja, denkst, hier ist nichts, ne? Oh Gott, ich höre die, das macht mir so viel Angst. Oh Gott, ja, du weißt ja jetzt, dass wir da sind. Ja, aber es ist trotzdem... Oh. Ach, da ist ein Hebel, ich habe ihn gefunden, da. Ja, die Richtung habe ich ja gemeint. Aber im Prinzip kann man die doch dann so einfach erschießen. Man kann doch einfach hier stehen bleiben, hier kommen die doch nicht hin. Die dürften ja nicht springen können. Ja, eigentlich, ne? Also man dürfte hier stehen bleiben können. Okay, hat sich erledigt. Ja, jetzt kommen sie hin, genau. Hallo. Und jetzt haben wir aber auch Licht immerhin.
kommt da hoch? Also erst die zwei und dann wahrscheinlich die anderen zwei. Nee, die sind da unten auch schon auf dem Weg. Ah, gut. Oh Gott, die können ja auch klettern. Gott, seht ihr scheiße aus. Ja, wo ist der andere? Da fehlt einer. Wo ist er denn? Der kommt vielleicht noch später. Der soll jetzt kommen, jetzt bin ich gerade einmal dabei. Nö. Gott. Ach, schon Macht wieder, er nicht. Schon wieder Granaten. Schon wieder? Ist doch gut. Na, hast du recht. So, da ist nix. Da ist auch nix. Aber haben wir jetzt noch was anderes damit gemacht, außer die Dinger hoch? Nee, aber ich höre den Typen gerade. Bist du hier zufällig? Hallo? Nee, du bist noch unten eingesperrt. Ich höre dich. Du bist nämlich sehr aggro, dass deine Freunde raus durften, aber du noch nicht. Ach, da ist der Nächste. Okay. Ja, mal sehen, was der jetzt schon wieder macht. Ach, der macht das Ding auf, okay. Ja. Na gut. Oh, ist jetzt hier zu? Ja, aber wir müssten mal wieder rauskommen. Wie komme ich hier raus? Ja. Ach, war vielleicht dafür die Kiste gut? Ja. Aber da kommt sie doch dann trotzdem nicht raus. Das Ding, das geht doch dann nur bis zur Kiste, oder nicht? Wie soll sie denn dann da... Ah. Aber wir kommen jetzt schon wieder raus, oder? Nein, es ist dicht. Es ist an allen Seiten dicht. Also hier ist dicht. Ich kann jetzt nochmal alles ablaufen. Aber es muss... Da ist dicht. Da ist dicht. Und da ist auch dicht. Das geht nicht. Ach so, dafür da war dann die Kiste, dass man die irgendwo drunter schiebt und dann... Vielleicht bleibt es dann stehen. Ja, aber das wird doch dann... Da kommt sie doch dann trotzdem nicht... Vor allem das Ding, das wird sie ja nicht so in die Mitte schieben eigentlich. Denn sie wird das ja, wenn, dann nur bis hier hinschieben. Sie schiebt das ja nicht so schief. Stimmt. Oh, ja, ich will hier raus. Ich betätige das Ding nochmal. So, du gehst wieder zu und ihr hier hinter mir geht trotz hoffentlich wieder auf. Ja. Ja, das macht doch keinen Sinn. Ja, aber warum ist die Kiste sonst hier? Bestimmt zum Drunterstellen. Ja, bestimmt, aber das wird sie ja nicht tun. Wenn du die jetzt irgendwo drunter schiebst und dann den Hebel betätigst, dann bleiben wahrscheinlich alle Gitterstäbe dann auf. Weißt du? Bist du sicher? Halt, das war, glaube ich, ich muss das noch einmal an die Wand schieben, sonst geht das gleich wieder nicht. Ach, Typ, du da unten, der du da rumläufst, komm doch einfach raus. Ich warte auf dich, du nervst nämlich ein wenig. Ich befürchte nicht, dass sie das da so hinschieben wird. Ja, eigentlich müsste es aber jetzt gehen, weil ja extra die Platten hochgegangen sind. Naja, aber sie wird das ja komplett jetzt einmal da durchschieben. Das heißt, dass das Ding ja nicht aufbleiben wird. Weißt du, was ich meine? Nur weil ich das jetzt hier durchschiebe, bringt das ja nichts. Das bleibt ja jetzt nicht auf der Hälfte stehen. Aber ich glaube, so ist das schon gedacht. Ja? Probier es einfach mal aus. Okay. Das wollen wir jetzt noch wissen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Na komm. Ja, ich auch. Weil das wäre gut zu wissen, wenn das jetzt... Aber dass alle jetzt aufbleiben, glaube ich eher nicht. Hä? Was für eine Verarsche. Was für eine Verarsche. Sag ich doch. So, ich will den Typen erschießen. Komm her, du. Du Wesen, du nervst. Es ging doch. Wo bist du denn? Hast du dich hier verheddert oder wo bist du? Du läufst da. Ich höre dich auf jeden Fall hier irgendwo. Ja, wo bist du denn? Meinst du, der schon draußen? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch so wie der Taucher im Felsen. Vielleicht ist der ja auch irgendwo verhakt. Oder vielleicht ist hier bei denen in den Käfigen vielleicht auch noch was. Ja, oder du musst jetzt hier noch was... Nein, da ist er. Okay. Okay, wir haben ihn gefunden. Boah, mach das doch nicht. Mein Gott. Wieder mal einen Schreck fürs Leben bekommen. Ja, boah, ich hasse sowas, ne? Wir wussten ja, dass er da ist, aber trotzdem erschreckt man sich. Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich dachte, ich wusste, dass der hier auf der Seite ist, aber ich habe gerade keine Erklärung dafür. Es war halt irgendwie noch so dunkel und dann, ja.
hat die Sau auf uns gewartet. Ja, das ist nicht nett. Ach, da liegt auch noch was. Gut, hier gibt's Gott sei Dank keinen Schreckmoment. Aber ein Medipack.